Ja, hallo Freunde, frohe Pfingsten wünscht Kühnes Kochkanal. Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, die Spargelzeit geht ja langsam dem Ende entgegen. Ja, und da haben wir uns gedacht, machen wir noch was mit Spargel, und zwar mit grünem Spargel. Den essen wir nämlich sehr, sehr gerne. Ist ein alltägliches Rezept, sehr schnell zu machen. Haben wir unter der Woche auch gemacht, deswegen gibt es heute auch keinen großen Abspann. War eine total leckere Sache. Wir machen heute Tagliatelle mit Lachs und grünen Spargel. Ja, und wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar über ein Abo, was ihr immer unten rechts machen könnt, würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin wünschen wir euch noch frohe Pfingsten und Film ab. Kühnes Kochkanal. Für unsere Spargel-Lachs-Tagliatelle benötigen wir folgende Zutaten: grünen Spargel, Lachs, Kochsahne, Pfeffer und Salz, Zucker, frische Petersilie und Tagliatelle. Das Wasser, um den Spargel zu kochen, wird vorbereitet mit 3 Teelöffeln Salz und 3 Teelöffeln Zucker. Das Ganze wird zum Kochen gebracht und dann kommen unsere vorbereiteten Spargelstücke rein. Unser Spargel darf nun ca. 10 Minuten im Kochwasser gar ziehen, so dass er halt noch richtig schön Biss hat. Unser Spargel ist nun fertig. Vom Kochwasser schöpfe ich 2-3 Esslöffel ab, unter anderem auch Spargelstücke, so dass wir 2-3 Stangen in einem separaten Gefäß haben und das Ganze wird dann püriert. In einer Pfanne erhitzen wir nun die Kochsahne und das Spargelpüree. Das sieht dann so aus und lassen es etwas dicklich einkochen. Gewürzt wird das Ganze mit Pfeffer und Salz. Das untergerührt und dann schalte ich auch den Herd auch schon runter und gebe meinen Lachs rein. Der darf dann 4-6 Minuten so in dem Dreh gar ziehen. Nun geben wir auch noch unsere Spargelstückchen mit in die Soße. Nebenbei koche ich gerade die Tagliatelle und dann kann auch schon gegessen werden. Unsere Tagliatelle sind gar. Sind sie gar? Ja. Die sind gar. Und dementsprechend so geben wir die in die Pfanne mit dazu. Und rühren sie kurz unter, ne? Genau. Dann können wir auch schon anrichten. Es riecht schon mal gut. Mal sehen, wie es schmeckt. Kühnes Kochkanal.